In diesem Video zeigen wir euch unsere Terrasse, was wir hier alles gemacht haben. Und zwar haben wir eine Terrasse, die ungefähr 70 Quadratmeter groß ist, plus noch dieser Grünbereich hier, das auch noch komplett zu uns gehört, quasi noch weiter oben wie der Zaun ist, also bis da oben hin. Und dann noch das alles hier, dieser Dschungel. Aber darum kümmern wir uns erst nächstes Jahr. Jetzt haben wir hinter mir eine gemütliche Couch stehen. Da liegt auch Melli schon drauf und schläft seelenruhig. Die freut sich, wenn sie nachher im Video so zu sehen ist. Und hier habe ich schon mal ein paar Europaletten besorgt. Und hier soll gleich eine wunderschöne Lounge hinkommen. Dann habe ich hier auch schon aus 3 Europaletten eine kleine Küche gebaut. Und hier hinten geht es dann weiter. Noch sieht das alles ein bisschen wüst aus. Aber in diesem Video wird das eine richtig schöne Ecke. Als erstes räume ich das hier mal auf. Also ich mache hier mal ein bisschen Platz und bringe dann mal die Paletten her. Insgesamt brauche ich 9 Paletten für diese Lounge, einen Sonnenschirm und einen kleinen Beistelltisch. Und dann ist die Lounge auch fertig. Es kommen auch noch Sitzpolster oben drauf. Aber erstmal bauen wir die Lounge, damit wir ausmessen können, wie groß die Sitzpolster sein müssen. Also ich würde mal sagen, das ist Projekt Nummer 1. Let's go. So, aber damit die Paletten auch im Winter hier draußen bleiben können, beziehungsweise bei schlechtem Wetter und nach kurzer Zeit dann nicht so grau werden und einfach nicht mehr so schön aussehen, ich habe mir nämlich extra die hellen und die neuen Paletten besorgt. Übrigens 10 Euro pro Stück. Ja, genau. Und damit die auch so schön hell bleiben, streiche ich die jetzt nochmal mit einer speziellen Lasur an. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, wie ihr die Lehne machen könnt. Und zwar einmal natürlich klassisch, einfach hinten dran stellen oder ein bisschen gekippt. Das sieht dann so aus von der Seite. Finde ich persönlich viel schöner. Und ja, wir haben das jetzt schon einmal vorgemacht und zeigen euch, wie man das mit der anderen Lehne genauso macht. Hier kommt dann gar keine Lehne hin. Und im Endeffekt wäre die Lounge dann fertig. Wir verbinden die Paletten noch miteinander, damit die nicht rutschen. Und das alles ein festes Gebilde ist. Und ja, dann müssen wir nur noch ausmessen für die Polster, aber das machen wir danach erst. Also erstmal jetzt die Palette da aufreißen. Und zwar, das Brett muss hier weg, das hier, das unten drunter. Hier ist keins unten drunter. Also die 2 Bretter, das hier und genau, natürlich die Klötze, die da auch dazu gehören. Und dann muss man bei der Palette einfach nur das hier und da absägen. Ja. So, hilfst du mir? Ja. I need your help. Weil jetzt bräuchten wir eigentlich ein Brecheisen. Ich habe aber kein Brecheisen, aber ich habe ein anderes Eisen. Und damit kann man genauso gut brechen. Also, let's go. Oh, das Ding ist leicht. Ja, das ging jetzt so schnell. Stell dich da mal drauf. Ja, das ist leicht. Ja, das wird jetzt ein Spaß. Du musst es nur ein bisschen anknacksen, dann kann ich es raushauen. Na komm, wir kloppen mal wieder drauf. Es wird Zeit für Kloppe. Und damit die Lehne hinten schön aufliegt und nicht so dolle wackelt, müssen wir jetzt die 2 Bretter noch ein bisschen kürzen. Und wir haben herausgefunden, dass es bei 13 cm super liegt, aber das müsst ihr natürlich selber bei euch nochmal nachmessen. Jetzt sägen wir hier außen nochmal das Unterbrett weg, aber nur an den Außenpfosten, quasi an den Außenbrettern, damit die Bretter Platz haben. Das in der Mitte muss bleiben, sonst habt ihr keine Stabilität und könnt euch hier hinten dann gar nicht mehr draufsetzen. Ganz wichtig dabei, Sicherheitsschuhe. Bevor wir die Lehne jetzt aber einsetzen, brauchen wir 3 Schrauben, um die Paletten miteinander zu verbinden. Ich habe hier 8 cm Schrauben genommen. Und die knall ich jetzt schön hier hinten rein. So, jetzt schön quer rein. Da bewegt sich ja nichts.
Tada! Und fertig. Wunderschöne Sitzpolster. Und fertig ist das Ding hier. Wow. Ja. Ihr fragt euch sicherlich, woher nehmen die beiden diese grandiosen Ideen? Woher haben die zwei diese unendliche Power? Wie kann ich mehr aus meinem Leben rausholen? Ich sag's euch, guter Schlaf ist wichtig. Oh mein Gott! Und ausgeruht kommen einem doch die besten Ideen einfach nur so zugeflogen. Und damit wären wir auch schon beim Thema. Noch sitze ich hier nicht so gut und kann mich hier nicht so gut ausruhen. Also das heißt, wir brauchen Polster. Und weil hier eine Schräge ist und hier, wie bei uns im Van, nichts von der Stange ist, gehen wir am besten auf die Suche nach Polster nach Maß. Und das machen wir wie damals auch schon im Van, am besten bei Snooze Project. Dort gibt es eine große Auswahl an Matratzen, Polster, Kissen und Topper. Und unsere Polster lassen sich richtig einfach konfigurieren. Das geht alles online. Ich gebe einfach die Maße ein, die ich vorhin hier ausgemessen habe und wähle den Bezug. Und dann muss ich nur noch 6 bis 10 Tage warten und wir kriegen die nach Hause geliefert. Aber weil wir ja die Kunst des Video-Editings beherrschen, müssen wir keine 6 bis 10 Tage warten, sondern da sind sie schon. Das ist absolut bequem und total schön. Polster sind richtig hochwertig. Die haben einen abzieh- und waschbaren Bezug. So bleiben sie immer sauber. Und die verwandeln unsere Lounge in so eine richtig, richtig schöne Wohlfühloase. Wie macht sie denn das immer wieder? Ja, ihr seht, neuer Lieblingsplatz. Das ist unser neuer Lieblingsplatz. Wenn ihr auch Lust habt bei Snooze Project auf schöne, gemütliche Polster zu sitzen, dann schaut unbedingt unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr einen Link. Und es gibt eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Der Versand ist in Deutschland kostenfrei, in Österreich auch. Und die Polster werden auch in Deutschland hergestellt. Für mehr Infos einfach unten klicken. Und wir machen es uns jetzt hier gemütlich, bevor es dann gleich hier hinten weitergeht. Da muss ja auch noch ein bisschen was gemacht werden. So, unsere Terrasse ist endlich fertig für dieses Jahr. Terrasse 1.0. Wir haben schon ein paar Ideen fürs nächste Jahr, aber jetzt ist es erstmal fertig. So, aber jetzt schaut mal, das hier ist der erste Part. Das hier ist unser Wohnzimmer mit altem Radio. Ja, hier kann man schön sitzen. Hier kommt noch ein langer Tisch hin, aber jetzt bleibt das erstmal so. Und dann haben wir für euch hier vorne einmal unser Kraftwerk, das haben wir jetzt aktuell noch hier stehen, kommt aber im nächsten Jahr einmal hier draußen hin, aber jetzt steht es noch hier. So, dann gehen wir weiter zu unserer Lounge. Das ist ein neuer Lieblingsplatz geworden, gerade so mit dem Schirm und so. Den kann man noch ein bisschen drehen, dann hat man auch noch Schatten, aber ja, meistens liegen wir dann hier morgens. Und sind dann am Nachmittag da vorne am Kaffee trinken. So, und dann kommen wir zum vierten Teil der vollständigen Outdoor-Küche. Einmal hier mit Bar. Hier fehlen noch Barhocker, da haben wir noch keine schön gefunden. Und dann hier hinten mit unserem alten Gaskocher, der Omnia. Und hier unten haben wir das auch gar nicht mal so schlecht gemacht. Ein bisschen Stauraum, ein Regalboden aus alten Holz. Platten, die ich noch im Keller hatte, habe ich einfach zusammen geschraubt und dann haben wir jetzt hier so ein Regal und unten drunter noch ein bisschen Stauraum. Und ja, hier genau das gleiche. Die hatten wir noch aus unserem alten Badezimmer und das sind alte Vorhänge noch aus unserer alten Wohnung in Mannheim. Und dann haben wir hier noch ein paar schöne Pflanzen, eine Hortensie, weiß ich nicht, Lavendel und noch einen Hortensie-Ableger. Und im nächsten Jahr werden wir das alles bis da hoch anlegen und dann ist das auch alles noch von uns. Vielleicht kommt hier so ein kleiner Pool hin. Aber das werden wir noch mal sehen. Also wenn so schönes Wetter ist wie heute, dann sind wir den ganzen Tag hier draußen und machen alles draußen. Ja, und deswegen laden wir halt auch die Freunde immer zu uns ein, ne?
Kein Bock hier rauszugehen gerade, oder? Wir hoffen, wir konnten euch ein wenig inspirieren mit dem Ausbau der Terrasse. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was mitnehmen für ja, euren Außenbereich, falls ihr einen habt. Wir sind auf jeden Fall mega happy, dass es so schön geworden ist, dass wir jetzt noch den restlichen Sommer hier genießen können. Und unsere Idee war von Anfang an, es mediterran zu machen, ne? Ja, und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Zumindest finde ich es ziemlich mediterran. Auch ja. Die Farben und... Ja. Ja. Also Vintage-mediterran. Durch das Orange, was die Marquise uns vorgegeben hat, haben wir gesagt, gut, dann müssen die Sachen ja auch ein bisschen dazu passen. Deswegen halt so Sachen wie die Kissen hier oder die neuen Polster von Snooze Project halt auch in Orange, damit das halt irgendwie auch alles schön zusammenpasst. Genau. Und es erinnert mich teilweise echt so mit diesen Farben an so ein italienisches Strandbad. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. So ein Lido. Ja. Hat auch manchmal so orange-grün gestreifte Liegen. Oder die Sonnenschirme. Ja. Ja, finde ich richtig cool. Stimmt. Also ich fühle mich mega wohl und ja, hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Was machen wir im nächsten Video eigentlich? Tja, lasst euch mal überraschen. Ein paar Themen gibt's noch. Es gibt noch ein paar Themen, wir werden auch nochmal verreisen. Aber das erzählen wir euch dann im nächsten Video. Bye bye.